Ja, herzlich willkommen hier. Würde der Andreas jetzt sagen, liebe Schachfreunde. Ja, genau. Was haben wir denn heute, Andreas? Guten Abend allerseits. Ein hässliches T-Shirt bei Franzi von Almsick, aber da werde ich jetzt versuchen, nicht mehr ganz so oft hinzuschauen, sondern mich auf die Schachpartie zu konzentrieren. Jetzt zieht sie sich aus, jetzt zieht sie sich aus. Hallo und herzlich willkommen. Dortmund ist vorbei, Biel mittendrin und die Schacholympiade voraus. Istanbul Ende August, damit werden wir uns natürlich auch bei Deep Chess Media befassen. Heute allerdings mal ein Thema. Sven, du hast ja eine Partie rausgesucht, die wir gleich intensiv besprechen wollen. Ein Thema unter dem Motto, das wir in unregelmäßigen Abständen immer wieder fortsetzen wollen. Die besten Partien aller Zeiten, die keiner kennt. Sozusagen die unbekannten Unsterblichen, oder? Ja, muss ja nicht immer Kasparov sein, Fischer, Lasker, Aljaschin. Es ist in so vielen Partiensammlungen und Biografien breitgetreten. Mhm. Und unter den zig Millionen Partien, die in den Datenbanken sind, da sind noch so viele Perlen, die entdeckt werden wollen. Ich meine, die heutige ist jetzt den ganz Eingeweihten nicht ganz unbekannt, aber viele werden sie noch nicht kennen. Ich kannte noch nicht mal den Schwarzspieler, muss gestehen. Okay. Oder nur ganz entfernt vielleicht mal gehört. Der Weißspieler, stell ihn kurz vor, natürlich ein großer. Ja klar, Rafael Waganyan, gerade in Deutschland und besonders hier im Niederrhein und im Rheinland bekannt als Mr. Bundesliga. Mhm. Also seit 20 Jahren für die SG Pors aktiv, ist auch dort wohnhaft und hat halt eines der besten und konsistentesten Scores in der ganzen Ligageschichte. Mr. Bundesliga heißt 127 Siege, 90 Remis und nur 18 Niederlagen. Also das ist ein Score, ein Ergebnis, das haben nur wenige andere Spieler überhaupt vorzuweisen, wenn überhaupt, oder? In vielen Kämpfen ist er auch so als erster fertig gewesen und gibt viele Partien, die er so ganz mühelos, egal mit welcher Farbe, gewonnen hat. Du hast ja eine Partie von ihm rausgesucht, von Rafael Waganyan mit Weiß aus dem Jahre 74, 75, Hastings, ganz bekannt. Genau, das wird ja immer Jahreswende über den Jahreswechsel gespielt. Also seit Ende der 20er ist das jährlich. Eines der traditionellsten Schachturniere weltweit. Gegen? Ja, gegen einen Spieler, den sehr, sehr viele nicht kennen werden, nämlich den schon 2008 verstorbenen jugoslawischen Großmeister Albin Planinets. Eigentlich früher hieß er immer Albin Planinz, aber kam wohl aus Slowenien und hat dann in seinen letzten Lebensjahren das slowenisiert, seinen Nachnamen. Aber der ist Anfang der 70er, in der ersten Hälfte der 70er, ein sehr, sehr starker Spieler gewesen. Immer so im Bereich Top 50, Top 60 der Welt. Da müsste man heute 2,680 haben, um in diesen Bereichen zu spielen. Musste man damals noch nicht haben, da war es noch nicht ganz so inflationär. Genau. Die Elo-Zahl 2,5 plus minus war ja eigentlich immer in dem Bereich. Genau, und ich habe mich jetzt hier erstmal auf drei zeitgenössische Quellen gestützt. Einmal die Kommentare vom Verlierer. Also Waganyan hat diese Partie verloren, hat sie aber selber für den im Informator Band 19 kommentiert, allerdings unheimlich spärlich. Dann habe ich Anmerkungen vom bekannten holländischen Trainer Hans Baumeester im SRAK-Jahrbuch 1976 und in der Partiensammlung aus dem Reklamverlag von Rudolf Teschner, Schachmeisterpartien 1971 bis 75. Das ist so eine sechsbändige Reihe. Da sind also die drei zeitgenössischen Kommentare, die alle am Ende vorbeigeguckt haben, was tatsächlich los war. Aber naja. Aus gutem Grund, denn am Ende die Schlussstellung, die wird auf jeden Fall noch sehr amüsant werden. Genau. Also der Beginn, da bewegen wir uns nicht auf ausgetretenen Pfaden, genau, sondern auf bekanntem Gebiet. Ein ganz ruhiger Engländer mit Zugumstellung. Also erstmal D4, Springer F6, C4, C5, Springer F3, C schlägt D4, Springer schlägt D4, E6, Springer C3, Läufer B4. Und jetzt kam Springer DB5, den hat Waganyan dann im Informator schon als zweifelhaft gekennzeichnet. Das finde ich ein bisschen hart. Er kommentiert in dem Fall auch als Verlierer, das vielleicht ein bisschen auch vom Partieausgang her. Das verliert Zeit, klar, der Springer zieht jetzt schon zum dritten Mal, wird gleich auch noch ein viertes Mal ziehen. Aber Schach ist auch immer so ein
Geben und Nehmen. Also Weiß investiert Zeit und bekommt dafür das Läuferpaar. Und da muss man halt gucken, wer mit welchem Asset in dieser Partie am besten umgeht. Es gibt zwei häufigere Alternativen, wobei also Läufer D2 ein bisschen komisch aussieht, aber total oft gespielt wird. Ich meine, das stemmt sich auch gegen diese totale Verschlechterung der Bauernstruktur, die beim Schlagen auf C3 entstehen würde. Und ebenfalls häufiger gespielt wurde G3. Das sieht sicherlich auch sehr natürlich aus. Aber dieses Springer B5 ist auch von Kortsch neu gespielt worden. Und Aronjan hat das mal gespielt in einer Open-Partie gegen Gustafsson. Und Asmal Paraschwili auch. Das sind so die drei prominentesten Vertreter dieses Zuges. Okay, ja, es droht Springer D6 Schach, also rochiert Schwarz. Jetzt natürlich die Idee hinter dem ganzen A3 zu spielen. Und wenn der Läufer jetzt nicht auch noch Zeit verlieren will oder den Springer nicht nach D6 einladen will, dann muss er auch tauschen. Baumeister weist noch darauf hin, dass stattdessen Läufer F4 so ein bisschen naiv ist. Also da träumt der Weiße von Springer C7 natürlich. Ja. Aber Schwarz kann sich einfach entwickeln und wenn jetzt tatsächlich Springer C7 käme, dann kann mit Springer H5 sehr unangenehm dieser Läufer befragt werden. Also wenn Weiß auf A8 nimmt, nimmt Schwarz auf F4 und der Springer geht auch noch über die Wupper und das ist ein ganz klarer Vorteil für Schwarz. Also A3, Läufer schlägt C3, Springer schlägt D5. Von Vaganian als ausgeglichen bezeichnet, ja, sicherlich auch vertretbar die Einschätzung. Läufer G5 übt jetzt Druck auf D5 aus. H6 kümmert er sich gar nicht drum. Läufer schlägt, Dame schlägt. C mal D5. Es gibt eine Kurzpartie, eigentlich nur wegen eines Einstellers, wo Weiß das auch vollkommen spielbare E3 spielt. Also man kann ja immer noch auf D5 später mal nehmen oder mal den Läufer nach F3 bringen, Druck gegen D5 ausüben. Da ging es jetzt weiter. Turm D8, C mal D, E mal D. Jetzt wäre es natürlich gefährlich bis unmöglich auf D5 zu nehmen, weil B2 auch noch hängt. Dame D4, tauschen will man da nicht als Schwarzer, denn dann ist D5 auf Weiß blockiert und da spielt nur noch einer auf Vorteil. Also Schwarz weicht aus, Dame G5, H4 wird so angeguckt, Dame F5, Läufer D3, Dame E6, aber alles noch okay für Schwarz. Lange Rochade, Springer C6, Dame F4, jetzt kann er die Schwäche auflösen, D4, E mal D, Turm D4, Dame C7, Läufer D7, Turm E1, Dame F6, Turm E4. Ja, und jetzt guckt der Schwarze sich die Dame an und der Turm wird weggenommen und matt. Und wem das passiert ist, war niemand anders mit Schwarz als Michael Thal, der nämlich beim Eichen-Gedenkturnier 1971, da bei dem Turnier ging der internationale Stern Karpovs auf, gegen den späteren FIDE-Präsidenten Fredrik Olafsson aus Island verloren hat. Okay, zurück zum Text. Na, 11. C schlägt D. E schlägt D, Dame schlägt D5, von Vaganian als zweifelhaft bezeichnet, er gibt an E3 mit Ausgleich. Ganz objektiv ist der Zug nicht zweifelhaft, weil Weiß danach nicht in Nachteil kommt. Das ist ja so, vor ein paar Zügen hat er die Stellung als ausgeglichen bezeichnet. Wenn ich jetzt dann noch einen zweifelhaften mache, müsste ich in Nachteil kommen. Das ist objektiv nicht der Fall. Er hat es ja mit Läufer G5 auch so eingeleitet. Ja, eigentlich ist es konsequent. Ja, man könnte natürlich... Klar, E3 ist die ruhige Variante. Das hat auch einer gespielt, als der noch kleiner war, als er heute ist, nämlich der Anish Giri. Aber ein großer. 2005, ja, hat er heute auch wieder gewonnen in Biel. 2005, da war er also gerade mal 13, in St. Petersburg gespielt, in dem Open. Da gucken wir jetzt nur die nächsten fünf Züge. Das war gegen einen Herrn Smirnov. Springer C6, jetzt hat er doch genommen. Turm D8, Dame F3, Dame G6, auch immer mit Blickrichtung C2, Läufer E2, Dame C2, Rochade, Dame schlägt B2. Und das ist eigentlich das positionelle Thema, habe ich hier farblich markiert.
weshalb das eigentlich alles nicht so toll ist für Weiß, denn die Mehrheit am Königsflügel für Weiß ist ganz schwer in Bewegung zu bringen. Und ja, der A-Bauer, ob der jetzt auf A2, A3, A4 steht, der bleibt schwach und fürs Endspiel hat Schwarz immer eine schöne Mehrheit am Damenflügel. Die Partie ist jetzt nach langem Kampf remis geendet, aber so diese Stellung zeigt eigentlich sehr schön die strategische Thematik. Gut, aber der Vaganian hat direkt weggenommen. Turm D8, Dame F3, wieder mit Fragezeichen von Vaganian. Meint, also Dame B3 sei besser. Das könnte stimmen, weil eben der folgende Zug von Schwarz verhindert wird, der nach Dame F3 möglich war, nämlich Dame B6. Ausrufezeichen. Und so, dann war Dame F3 in der Tat Schwarz fragwürdig. Ja, aber jetzt eigentlich, meiner Meinung nach, ist der nächste Zug eigentlich wirklich hässlich und fragwürdig. Der wird aber nirgendwo kritisiert. Ganz kommentarlos. Also ein normaler Zug ist eigentlich erstmal, aber... Jein, also der will halt den Bauern B2 decken, aber wenn ich den mit, nach dem Abtausch, der gefolgt ist, auf D1, wenn ich mit dem Springer auf D1... Umständlich. Ja, es ist ja auch, selbst wenn ich mich jetzt zu Ende entwickle, ich käme zu E3, Läufer E2 und Rochade... Alles gut. Ja, eben nicht, da steht immer noch der Springer auf D1, was macht dann mein Turm auf F1? Ich bin erstmal entwickelt. Ja, den König in sich entwickeln. Also am besten ist, wenn man das nochmal zurück nach 13. Dame B6, ganz plump, wie vielleicht in jeder Blitzpartie, Turm B1. Der Bauer wird gedeckt. Und wenn sich weiterentwickelt wird, Springer C6, E3, Läufer E6, Läufer E2. Jetzt habe ich zwar hier Felderschwächen, also da kann Springer über A5, kann nach B3 oder Läufer Dame nach B3. Nach kurzer Weise Rochade muss man natürlich auch immer ein bisschen auf Turm D2 aufpassen. Aber dafür habe ich eben Bauern. Und jetzt wirklich die Entwicklung kompliziert. Ja. Ja. Die andere Art, den zu decken, statt Turm B1 wäre 14. B4. Das schafft aber wieder einen Aufrollpunkt mit A5. Ja, also sofort klassisch. A5 wäre nicht so klar wegen Springer D5. Und dann kann man diesen Zentralspringer da halten, auch nachher noch mit E2, E4 stützen. Ja. Aber wenn man erstmal Läufer E6 spielt, das fällt definitiv, geht das nicht mehr. Jetzt nochmal E4, Springer C6 und wieder, es kommt irgendwann A5 und ich habe hier auf... Oh, Springer D4 ist jetzt natürlich auch... Ja, ich habe auf D4, Springer E5, ist alles ziemlich unangenehm. Ist auch noch nicht so klar, wo der Läufer hin soll. Ne? Und der Springer steht auch wackelig. Gleich kommt ein schwarzer Turm noch nach C8. D4 verliert er schon mal zwei, ne? Ja. Springer B3. Schon, oder? Ist das schon, nämlich keine Ahnung. Oh, irgendwie, wenn ich C2 überdeckt überhaupt. Also. Ja, das ist eine Drohung, gebe ich zu. Okay. Also Turm D1, Tausch, Springer C6. Dame E3 war in der Praxis eine Neuerung. Die war empfohlen worden von dem ungarischen Großmeister Gedeon Barca. Der hatte mit Schwarz 1963 eine Partie gegen Ullmann gewonnen. Und Ullmann hatte an der Stelle E3 gespielt im 16. Zug. Wie viele Vorgängerpartien gab es ungefähr? Da gab es gar nicht viel. Nee, ne? Nee. Also ich glaube, da so an der Stelle nur die eine. Hm. Dann folgte, jetzt sind wir also in der Partie Ullmann gegen Barca. Folgte Läufer E6, Läufer E2, Turm D8 und jetzt kommt auch ein Einsteller, nämlich B4. Also hier musste im 18. Zug Weiß rochieren, Turm D2 mit super Spiel für Schwarz, aber noch nichts Entscheidendes. B4, den kann man natürlich einfach wegnehmen, denn du wirst ja matt gesetzt, wenn du das Springeropfer annimmst, schlägt... Jetzt noch Turm schlägt D1, Läufer D1, Läufer C4 und ja, Matt oder Dame Verlust. Schön, ja. So, also Bauer war weg, Rochade, Springer geht zurück und wieder haben wir dieses Thema mit der Mehrheit am Damenflügel. Und jetzt springe ich mal einfach in Zug 27. So, da war dann halt der Bauer A3 auch noch verloren gegangen. Und sehr hübsch hat Barca jetzt Läufer C4 gespielt. Ja, wenn der Turm hier ins Freie geht, kann ihm auch schlecht geholfen werden, wird dann nochmal angegriffen, Dame B4 mit Mattdrohung. Du verlierst am Ende Material.
Turm könnte jetzt noch zurück wieder nach F1, weil der Läufer gefesselt ist. Mhm. Jetzt wird der Läufer entfesselt und der Turm ist futsch, ja. Hat keine Felder mehr. Also musste Ullmann auf C4 schlagen. Und dann geht es ins Endspiel. Und dann geht es ins Bauernendspiel, was dann mit dem Mehrbauern, das war noch ein bisschen Gefummel, aber hat er dann gewonnen. Er galt ja auch als großer Endspiel-Spezialist. So, zurück zur Partie. Nach 16 ist Dame E3. Jetzt Springer D4. Also am Damentausch ist Schwarz natürlich nicht interessiert. Damenschach auf E8, König H7, E3. Ja, wenn du jetzt, jetzt musst du schon ein bisschen gucken, einfach mit dem Springer zurück, geht nicht. Ne? Kommt Läufer D3, sehr unangenehm. Hm. Das wäre auch der Wunsch oder der Traum von Weiß, genau. Wahrscheinlich. Ne, nach dem Schach. Also erstmal mit Tempo weg, Springer C2, König D2, aber der Springer hängt, Läufer D3 droht, was soll man machen? Und jetzt kommt eben nicht der zweitschönste Zug der Partie, Läufer F5. Deckt den Springer, wehrt Läufer D3 ab und opfert den Turm. Ja. Ja, den muss man jetzt auch wegnehmen. Sonst kommt er ja nach D8 mit Vernichtung. Ja. Dame schlägt A8, Dame D6 Schach und Weiß kann sich erlauben, das hat der Teschner auch schon erwähnt, einfach an die frische Luft zu gehen. König C3, Dame schlägt D1, Dame B7. Teschner schreibt hier nur, das hätte noch Widerstand geleistet. Hört sich immer so an wie, geht auch kaputt. Aber gehst ein bisschen ins Detail, kommt da auch ein Remis raus. Irgendwann Dauerschach. Okay. Die Varianten sind angegeben, könnt ihr nachgucken. Ja. Was gar nicht gegangen wäre stattdessen, wäre natürlich nach Dame D6, 21. König E2. Kommt einfach Dame D3, König F3, Dame schlägt D1, König F4, Dame G4 und der König wird übers ganze Feld gejagt und wird sehr bald matt gesetzt werden. Ja. So, also der König geht nach C1, dann kam Springer A1. Ja, das droht was? Springer A1? Ja. Springer B3 matt. Droht Springer B3 matt. Ein schöner Zug. Ja. Man hätte ja auch nach E1 gehen können, denn da irgendwie. Ja, auch ein Entfesseln. Ästhetisch unheimlich ansprechendes Matt. So, jetzt müssen wir mal gucken. Also, B3 hier gehen die nämlich, hier kommen alle drei Quellen, geben nicht an, dass Weiß sich hier retten konnte. Also, alle bezeichnen die schwarze Stellung als gewonnen. Mhm. Keine Chance mehr. Natürlich der Textzug hat der Wagner sicher auch gesehen, aber der wollte wahrscheinlich, also ist Ästhet genug, um den schönen Schlusszug zuzulassen. Meinst du, hat ihm das gegönnt? Ja, das hat er. Also, der ist so stark, das sieht er. Mehr so aus Verzweiflung. Dame schlägt B7, er deckt B3, aber jetzt. Schwarz hat eben erkannt, er braucht nur diese zwei Leichtfiguren zum Matt setzen und es kam Dame C7. Der schönste Zug der Partie. Der schönste Zug der Partie. Weiß verliert entweder die Dame oder wird matt gesetzt. Ne? Eben, wenn er halt rein, schlägt, Springer. Das führe ich auch nochmal aus. Dame schlägt C7 und dann haben wir dieses modellhafte Matt mit Springer B3. Die beiden einzigen verbliebenen Leichtfiguren von Schwarz machen eben dieses tolle Mattbild, auch mit schöner Unterstützung des weißen Bauern B2 und des weißen Springers auf D1. Das erstickte Matt. Genau. Und jetzt gucken wir mal nochmal zurück zur Stellung nach 22. Springer A1. Wo ist die Rettung für Weiß? Genau. Angegeben wird zum Beispiel von Vaganian selber Läufer C4. Ne, das deckt B3. Klar. Dann wird der aber angegriffen und ja, jetzt muss der auch wieder gedeckt werden. Und dann kann man einfach hier wegnehmen und der C4 fällt auch noch. Und die drei schwarzen Figuren greifen weiter ungehindert den König an. Ausreichen. Ja, auch noch angegeben war vom Baumeister der Zug B4. Das fällt B2 frei zu machen. Genau, aber dann kommt Springer B3, König B2, D2, König B3 und hier wieder Schwalbenschwanz. Jetzt schon zum dritten Mal, glaube ich, im Laufe unserer Sendungen, dass wir dieses Mattmotiv haben. Ja. Und Baumeister gibt außerdem auch noch an, Läufer C4, Dame C5, Springer C3, also auch er hat dann die Variante von Wagner mit B3,
Dame schlägt C4, Dame D8, Dame D3 muss natürlich verhindert werden, Springer B3 Schach, König D1, Dame G4 Schach, König E1 und Dame schlägt G2 und gewinnt, gibt Dame. Ja. Also auch das, das glaubt der Computer nicht, dass das gewinnt. Und eine Alternative, die von Baumeister nicht angegeben wird, ist statt 26. König E1, Springer E2, Dame schlägt G2, Turm G1, kann ich ja jetzt spielen. Dame E4, droht matt. Dann müssen wir Platz schaffen, damit die Dame auf D1 dazwischen ziehen kann. Falls Dame B1 Schach, Dame D1, Dame schlägt B2, F3 macht Platz für den König für später, Dame A3, Dame D5 und Weiß wird es hinkriegen, seine Kräfte auch gegen den schwarzen König zu koordinieren mit genug Gegenspiel. Und noch eine witzige Remis-Variante, zurück 28. König E1, Springer C5 ne, mit Richtung D3, Springer C3, Dame C2 droht jetzt Springer D3 mit Matt, Dame D2, Springer D3, König E2, aber hier hat Schwarz nicht mehr als Dauerschach, das muss er jetzt aber erst noch vorbereiten mit Läufer G4. Das geschieht, um den Turm von der Grundreihe abzulenken. Turm schlägt G4, jetzt Springer C1, der König ist an die Dame gebunden, König E1, Springer D3 mit Remis. Das ist ein Remis. Also eine unheimlich fantasievoll gespielte Partie, aber insofern in Anführungszeichen inkorrekt, dass Schwarz zwar nie schlechter stand, aber bis zum letzten Zug er die Partie theoretisch nicht hätte gewinnen dürfen. Aber man ist natürlich als Verteidiger auch, dann Angstschweiß gebadet, wenn man so viele Probleme lösen muss, in so wenigen Zügen. Ja. Ja, sehr schöne das Partie auf jeden Fall. Kurz und knackig. Was war für dich so der Schlüsselmoment oder der Hauptgrund, diese Partie dann auszuwählen, als erste in dieser neuen Reihe? Ja, ich kannte sie schon länger und habe sie schon immer nett gefunden. Und es ist halt eigentlich auch schön, wie sich das so ein bisschen entwickelt. Erst wird ein Bauer geopfert, eigentlich für langfristige Geschichten. Da geht es ja erstmal nur um Entwicklungsvorsprung und gegebenenfalls in den einigen Varianten, die wir gesehen haben, um strukturellen Vorteil. Und dann ganz plötzlich, eigentlich auch aus der Not, kommt da so ein Opferorkan. Also erstmal wird der Turm geopfert und auch dieses witzige Mattbild zu erspähen, das muss man ja auch mal sehen. Schöne Partie, einige sehr, sehr schöne Züge auf jeden Fall. Ich hoffe, es war für jeden was dabei. Öffnungstheoretisch natürlich nicht, aber eben dann der Übergang ins Mittelspiel und dann eben auch mit der schönen Schlusskombination im 22. Zug von Schwarz, ja schon also fast eine Schnellpartie, eine Kurzpartie, von Herrn Planinetz. Wir haben nochmal nachgeschaut, du hast nochmal nachgeschaut, recherchiert. Der hat jetzt nicht nur diese eine Partie gespielt, wir haben es gesagt, in den 70er Jahren war er in den Top 50, 60 der Weltrangliste, hat andere starke Turniere gespielt und gewonnen, beziehungsweise den zweiten Platz geholt, Amsterdam 73 hinter Tigran Petrosian. Ja, punktgleich. Ja. Punktgleich, genau. Vor jeder Menge starker Spieler. Kavalex, Baski, Ulf Andersson, Zoltan Rebli und es geht noch so weiter. Der junge Jan Timmern und noch wirklich viele andere starke Spieler. Hier hat er gewonnen, 69 in Ljubljana. Davor, vor dem Turnier kannte niemand ihn. 69? Ja, genau. Da war er 25 Jahre alt und wirklich lupenreiner Amateur. Mhm. Der ist da als Lokalmatador eingeladen worden, also als lokaler Meister. Und hat da immer noch vormittags in der Fahrradfabrik gearbeitet und nachmittags dann das Turnier vor Leuten wie Gligoric, Unsicker, Matanovic, Robert Byrne, Georgiou, ehemaligen Jugendweltmeister Bruno Parma und auch dem Gedeon Barca, den wir eben in einer Variante hatten, gewonnen. Ja, also das war schon für die Zeit ein sehr ansprechendes Turnier und der ist da von 0 auf 100 gekommen. Hat aber leider schon in der zweiten Hälfte der 70er oder Ende der 70er seine Karriere aus psychischen Gründen praktisch beenden müssen und hat so die letzten Jahre seines Lebens, der ist dann so 2008 verstorben mit 64, dann auch in einer psychiatrischen Behandlung verbracht. Also trauriges Ende, aber hat trotzdem viele schöne Partien gespielt.
und auf jeden Fall ein Juwel, das hast du heute vorgestellt. Sven, dir vielen Dank. Die besten Partien aller Zeiten, die keiner kennt, die fast keiner kennt, muss ich natürlich sagen. Sven kennt sie, hat sie rausgesucht. Und er wird natürlich auch in Zukunft auf jeden Fall wieder mindestens eine Partie vorstellen. Welche das sein wird, weiß ich nicht. Er hat da sicherlich schon was im Hinterkopf. Danke. Keine Ahnung. Also ihr könnt mir auch Vorschläge zumelden. Ah, sehr gerne. Ja, können wir auch Abstimmung machen. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht und auf jeden Fall sagen wir erst einmal danke fürs Zuschauen und bis bald. Tschüss. Ciao.